Heute geht es um die Wirkung von Insekten auf den menschlichen Körper. Die Datenlage ist sehr beunruhigend für mich. Daher möchte ich diese mit euch teilen und eure Meinung wissen zu den teilweise verstörenden Studienergebnissen. Lasst doch schnell einen Daumen nach oben da für eine gute Tat und los geht's. In der EU wurde im Januar 2023 ein weiteres Insekt als neuartiges Lebensmittel zugelassen. Die Insektenprodukte gelten als alternative Proteinquelle zu Fleisch oder Fisch. Sie dürfen unter anderem Brot, Nudeln oder Chips zugesetzt werden. Die Frage für uns, woraus bestehen diese Insekten und was machen diese Stoffe bei uns im Körper und vor allen Dingen in diesen Mengen? Und können wir diese überhaupt richtig verdauen? Hauptsächlich ging es der EU hier um klimafreundliche Alternativen zum Fleischkonsum, wovon ich erstmal ein Freund bin, da die Massentierhaltung schon lange nicht mehr gesundheitlich und ethisch vertretbar ist und auch nie waren und auch nie sein werden. Das Stichwort ist hier der Proteinbedarf, den Fleisch liefert. Insekten kommen auf größere Mengen Protein, welches ebenfalls ein vollständiges Protein ist, bezogen auf die Aminosäurenzusammensetzung. Rind- oder Hühnerfleisch kommt auf ca. 20-25%, wohingegen Insekten auf 60% kommen können. Das liegt zum einen an dem viel niedrigeren Wassergehalt in den Insekten. Bei gleichem Wassergehalt sind sie circa identisch mit Fleisch. Doch was diese Insekten noch mit sich bringen, ist Chitin. Dieser Anteil kann bis zu 40% sein. Chitin ist ein Zucker, genau genommen wie Zellulose aus der Pflanze. Es bildet das Exoskelett der Tiere, also den Panzer. Tatsächlich kann unser Körper das Protein normal verwerten, aber nur begrenzt das Chitin. Den Grund, wieso wir ein Enzym haben, welches Chitinase heißt, genau genommen haben wir mehrere Enzyme davon, weil wir in der Evolution sicher kleine Mengen Insekten gegessen haben, aber noch wichtiger, weil wir auch Pilze aßen und das schon immer. Die Zellwände von Pilzen bestehen ebenfalls aus Chitin. Nur enthalten Pilze natürlich weniger Chitin, da der Pilz zu über 90% aus Wasser besteht. Ein Insekt sicherlich nicht, sondern gehärtete Strukturen des Chitins aufbaut im Laufe des Lebens und das Exoskelett nahezu 0% Wasseranteil aufweist. Doch der wichtigste Grund, wieso wir Chitin abbauen können, ist, dass Chitin Bestandteil vieler Krankheitserreger ist, wie zum Beispiel von pathogenen Pilzen oder von Parasiteneier, welche schnellstmöglich beseitigt werden müssen. Weiter steht dort, dass erhöhte Werte der Chitinase bei Autoimmunerkrankungen gefunden werden, zum Beispiel Morbus Gaucher, eine Erkrankung der Knochen, welche sich auflösen, das war schon 1995 bekannt. Oder auch bei Sarkoidose, eine weitere Erkrankung, bei der Knoten in Organen und Lungen gebildet werden, wurde beobachtet, dass massiv erhöhte Chitinase-Werte gefunden wurden. Oder auch in New England Journal of Medicine wurde ebenfalls darüber berichtet, dass erhöhte Chitinase-Werte bei Asthma-Erkrankten zu verzeichnen waren. In dieser weiteren Publikation werden Zusammenhänge aufgezeigt zu Asthma und Chitin, genau genommen der Chitinase. Andere Chitinasen in uns hydrolysieren Chitin, also spalten es mit Hilfe von Wasser. Doch was jetzt plötzlich anders wäre, wenn wir bald dieses Chitin in vielen unserer Lebensmittel finden, dass der Körper plötzlich viel größere Mengen von diesen Enzymen namens Chitinase bilden muss? Dazu gibt es keine Langzeitstudien, wie sich diese auf unsere Gesundheit auswirken. Wird sich genau genommen irgendwann herausstellen. Ja, und da ist leider das Déjà-vu wieder da. Keine Langzeitstudie. Es gibt zum Beispiel eine Chitinase, die heißt Chitinase 3 Like Protein 1. Auch JKL40 genannt. Doch wieso erzähle ich euch das? Denn diese wird uns jetzt gleich öfter begegnen. Und das ist nicht so ganz gut. Es gab dieses Jahr eine wissenschaftliche Publikation, die den Zusammenhang von Krankheiten und genau genommen dieser Chitinase zusammengestellt hatte. Der Titel lautet JKL40, also diese Chitinase, als Biomarker bei verschiedenen Entzündungskrankheiten ein Überblick. Und einer aus dem Nature Magazin mit der renommiertesten Gesundheitszeitschrift der Welt, ein Artikel mit zahlreichen Studien, die erst dieses Jahr erschien im Jahre 2024. Zunächst müssen wir verstehen, was diese Chitinase macht, auch genannt JKL40. JKL40, die auch von Makrophagen aktiviert wird, spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Chitin. Makrophagen sind Immunzellen übrigens, ja? Und hier kommt man etwas ins Straucheln, hier steht Abwehr von Chitin. Also die Chitinase wird von Immunzellen aktiviert, das heißt, wenn mehr Chitinase
also JK40 gebildet wird, müssen vorher auch mehr Immunzellen gebildet werden, weil sie ja von jener gebildet werden, was mit Entzündungen einhergehen kann. Zweitens, zur Abwehr von Chitin wird es so dargestellt, ja, dass die Chitinase den Körper beschützt davor, was auch Sinn macht, wenn man es auf krankmachende Pilze oder Parasiteneier bezieht, die ja ebenfalls Chitin enthalten. Hier in der ursprünglichen Studie wird es besser beschrieben, die Chitinase 40JKL bindet an Chitin und sorgt dafür, dass es so besser ausgeschieden werden kann. Doch beim Binden an das Chitin werden Entzündungsprozesse in Gang gesetzt, sehen wir hier. Jetzt verstehe ich nicht, wieso plötzlich Menschen große Mengen Chitin zu sich nehmen sollen für das Klima, was ebenfalls zu der Schlussfolgerung führt, meiner Meinung nach, je mehr Chitin man über die Nahrung aufnimmt, desto mehr müssen von dieser Chitinase namens JKL40 auch gebildet werden, um das Chitin ja wieder loszuwerden, da der Körper es nicht verarbeiten kann oder es für Parasiteneier hält oder pathogene Pilze oder wie auch immer. Und desto mehr Entzündungsprozesse würden auch stattfinden, vor allem in diesen großen Mengen, weil das Exoskelett, die Panzer, ja 0% Wasseranteil haben, sondern wirklich sehr große Mengen Chitin. Jetzt ist die Frage, erhöht Chitin diese entzündungsfördernde Chitinase JKL40 bei uns im Körper? Und ich muss mit Erstaunen feststellen, genau genommen mit erschreckendem Erstaunen, dass ich keine Daten dazu finden konnte. Daher meine Frage, wie kann etwas legalisiert werden, wo man noch gar nicht weiß, wie es wirklich wirkt in der Menge auf den menschlichen Organismus? Haben wir denn gar nichts aus der Vergangenheit gelernt? Solange das nicht widerlegt ist, wissenschaftlich, würde ich persönlich im Leben keine Insekten essen, vor allem nicht in diesen rauen Mengen. Denn wenn diese Chitinase JKL40 durch mehr Chitin erhöht wird, was für mich ja logisch erscheint, da diese Chitinase JKL40 dem Körper hilft, dieses Chitin ja wieder loszuwerden, könnte das verheerende Folgen haben, von denen ihr euch nicht mal die Wirkung erträumen lasst. Es wurden hier 97 Studien für die Zusammenfassung benutzt, die aus 1655 Artikeln ausgewählt wurden. Um einen groben Überblick von dieser Chitinase 40 zu bekommen, namens JKL40. Wichtig zu erwähnen ist, dass Verdauungsenzyme im Darm sowie im Blut messbar sind, da Chitin zwar im Darm vorkommt, es aber nicht ins Blut kommt, können aber trotzdem die Enzyme dafür, genau für den Abbau dafür, ja, im Blut gemessen werden. So kann man zum Beispiel beim Arzt auch seine normalen Verdauungsenzyme im Blut messen, obwohl sie ja in der Leber und von der Bauchspeicheldrüse dementsprechend in den Darm sezerniert werden. In dieser Publikation wird beschrieben, dass erhöhte Chitinase JKL40-Konzentration im Blutplasma mit einem zweifach erhöhten Risiko für ischämische Schlaganfälle und venöse Thromboembolie verbunden waren. In dieser Publikation zeigten die Autoren, dass die besagte Chitinase und seine Rezeptoren eine wesentliche Rolle in der Pathologie von Lungengefäßerkrankungen spielen. Auch im Darmbereich gibt es Studien, die besagen, die Chitinase JKL40 im Blutserum ist bei Patienten mit aktiver chronischer entzündlicher Darmerkrankung erhöht und kann bei der Beurteilung der Krankheitsaktivität die Entzündungsmarker und klinische Merkmale ergänzen. Bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenentzündungen stieg der Medianwert von der Chitinase JKL40 im Serum mit zunehmender Krankheitsaktivität an und bei Patienten mit schwerer aktiver Krankheit war der Serumwert von der Chitinase JKL40 höher. Auch bei Lebererkrankten, die vor einer Transplantation stehen, sind die Chitinase-Werte im Blutserum erhöht. Ebenfalls zeigt eine Meta-Analyse aus dem Jahre 2021, dass Menschen mit Diabetes oder Protein im Urin erhöhte Chitinase-Werte JKL40 haben. Das chronische Erschöpfungssyndrom CFS genannt, ja, wurde hier ebenfalls mit sinkenden Chitinase-Werten JKL40 besser. Auch bezogen auf das Immunsystem gab es hier eine Beobachtungsstudie zum Thema Vaskulitis, welche eine immunologische Entzündung ist in den Blutgefäßen und den Zusammenhang mit erhöhten Chitinasenwerten hier darstellt.
sowie entzündliche Hautkrankheiten wie Pyoderma gangrenosum ebenfalls in Verbindung steht mit der Chitinase. Auch neuronal zeigten sich Korrelationen, dass erhöhte Werte der Chitinase J40 auffindbar sind in Menschen, die vermehrt Amyloid-Beta-Ansammlungen haben, welches das gleiche Protein ist, dieses Beta-Amyloid, welches zu Alzheimer führt, heute bekannt. Also allgemein mit Infektionskrankheiten und mit entzündlichen Krankheiten sehen wir hier eine sehr, sehr starke Korrelation. Da ist die Zusammenfassung. Ich hätte hier noch ewig weitermachen können, ja. Denn ich habe kaum eine Krankheit gefunden, die nicht mit erhöhten Chitinase-Werten J40 verbunden waren. Da mir momentan keine wissenschaftliche Studie klar belegen kann, dass durch den vermehrten Verzehr dieses Chitins nicht diese Chitinase steigt. Daher halte ich ganz klar extrem Abstand davon. Wie ist eure Meinung dazu? In der Videobeschreibung könnt ihr mich ebenfalls unterstützen für meine Arbeit, denn dort gibt es die besten Fitmacher, versprochen für deine Gesundheit. Ein Wechsel lohnt sich immer und deshalb sage ich bis gleich auf purezellen.de und danke für deinen Support und bis zum nächsten Video.